Hallo zusammen, wir kommen heute wieder für ein Bild, das für Kinder geeignet ist oder für Anfänger, die es erstmal mit Acryl malen. Wir werden so einen Nachthimmel malen. Dazu brauchen wir einen Bleistift, Katzenzungenpinsel und einen ganz dünnen Pinsel, Acrylfarbe, weiß, lampenschwarz, ein dunkles Blau und wer hat Indigo, ist aber nicht zwingend notwendig. Dazu eine Palette, einen Lappen, um den Pinsel zwischendurch abzuwischen und ein Glas Wasser. Ich würde mich freuen, wenn viele Kinder mitmachen und los geht's. Ich habe mir jetzt auf meiner Palette, das ist so eine handelsübliche Dose, die man in jedem Supermarkt zu kaufen bekommt, die habe ich mit Zewa ausgelegt, das Zewa nass gemacht und da drauf kommt ein Transparentblatt oder Butterbrotspapier. Da habe ich jetzt drin die Farben Schwarz, Indigo, ein dunkles Blau und Weiß. Und aus dem dunklen Blau habe ich mir verschiedene Blautöne gemischt. Ein helles, ein mittleres, ein dunkleres Blau und das ganz dunkle Blau. Ich habe das mit so einem Katzenzungenpinsel gemischt und die brauchen wir jetzt auch, um mit dem Bild zu beginnen. So, ich beginne jetzt die Farbe auf eine kleine Leinwand aufzutragen. Die kann quadratisch oder rechteckig sein, das spielt keine Rolle. Ich beginne ziemlich weit unten, brauche mir da aber jetzt keine Linie zu ziehen, das kann man ungefähr anlegen. Ich beginne mit dem hellen Blau. Auch um die Ecke malen. Und trage das Ganze so ein bisschen tupfend auf. Immer so hin und her. Der Pinsel ist ganz trocken. Da ist kein Wasser dran. Und wenn ich nachher in eine andere Farbe gehe, mache ich den Pinsel nicht groß sauber im Wasser, sondern arbeite mit dem Rest Farbe, der jetzt hier auf dem Pinsel ist. So, jetzt gehe ich in den nächsten Ton, der ist ein bisschen dunkler. Und gehe hier in diese feuchte Farbe noch rein, damit der Verlauf möglichst sanft geht. Oder dass keine großen Farbunterschiede im Verlauf sind. Solange die Farbe noch feucht ist, kann man da immer noch reingehen. Immer so ein bisschen hin und her tupfen. Jetzt kommt wieder die nächst dunklere Farbe. Das dunkle Blau. Jetzt kommt Indigo. Wer kein Indigo hat, kann auch direkt auf Schwarz wechseln.
und zum Schluss schwarz. So, das lasse ich jetzt trocknen und gehe dann nochmal ein zweites Mal drüber, genauso wie ich jetzt die erste Schicht gemacht habe. So, jetzt kommt die zweite Schicht, dasselbe wie vorhin. Beim zweiten Auftrag lässt sich die Farbe noch schöner ineinander reiben, weil die Leinwand nicht mehr so stark saugt. So, jetzt haben wir einen schönen Nachthimmel, wo die Sonne gerade untergegangen ist und deshalb ist das hier am Horizont noch ein bisschen heller. Und das muss jetzt wieder trocknen. Hier unten ziehe ich jetzt Berge ein. Die kann man sich, wenn man möchte, mit einem Bleistift ein bisschen einzeichnen. Wer sehr geübt ist, kann die aber auch gleich mit einem dünnen Pinsel reinziehen. Hier so einen kleinen dünnen Pinsel. Die Berge kommen ganz schwarz. Jetzt wechsle ich wieder zu dem Katzenzungenpinsel. So, damit das hier unten nicht so langweilig ist, nehme ich da auch ein bisschen Indigo rein. Man kann auch sich ein ganz dunkles Grau anmischen. Mein dunkles Blau kann da noch mal rein. So, für die Sterne habe ich mir jetzt Weiß auf so einen Pappteller gemacht und habe mir eine Zahnbürste besorgt. Das Weiß habe ich ein bisschen feucht gemacht mit dieser Zahnbürste und nehme jetzt Farbe auf diese Zahnbürste und spritze damit die Sterne
in den Nachthimmel. Hier unten die Berge habe ich abgedeckt. Wenn jetzt hier und da noch ein Tröpfchen hier oben auf die Spitzen kommen, dann muss man das halt eben nachher mit Schwarz nochmal abdecken. Ihr solltet das aber vorher einmal üben, um zu sehen, wie das funktioniert. Manchmal gibt es nämlich auch ganz große Kleckse und die wollen wir jetzt nicht haben. Und jetzt mit dem Daumen die Farbe abspritzen. Und so bekommen wir ganz viele Sterne. Zwischendurch nochmal Farbe holen. Dann erstmal vorsichtig. Ja. So, das kann man jetzt so lassen. Man kann aber nachher auch nochmal mit dem Pinsel ein paar dickere Sterne reinmalen. Jetzt kommt noch unser Mond in das Bild. Dafür habe ich mir hier so einen Spitzer genommen. Den hat sicherlich jeder zu Hause. Einen Bleistift. Und mal mir, ja, ist eigentlich egal, den Mond hier hin. Ich würde ihn nicht mitten reinmalen. Das sieht immer unschön aus. So, jetzt habe ich da meinen Mond. Und den mache ich jetzt mit Weiß und Grau, bekommt er jetzt seine Flecken. Jetzt mische ich Weiß mit Schwarz, dann bekomme ich Grau und dann bekommt der Mond da noch Flecken. So, und fertig ist unser Bild. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei.